Moin, moin. Ja, nachdem ich heute Morgen vier Folgen des Ballonsabschießens für euch hochgeladen habe, geht's mal jetzt wieder in Kronwald rein. Ihr habt ja in der letzten Folge mitbekommen, ich bin ein bisschen pleite. Das liegt, glaube ich, daran, weil ich ja oft geblitzt worden bin. Das heißt, eigentlich muss ich schauen, dass ich einen schnellen Job bekomme. Bei der BF habe ich also bei der Feuerwehr habe ich mich jetzt beworben. Gut. Was daraus wird, keine Ahnung. Ja. Schauen wir einfach mal. Kleine entspannte Folge heute. Ich weiß noch nicht, was ich am Wochenende mache. Sonntagabend auf jeden Fall Schweiz-Deutschland gucken. Ja. So. Sound an. Channel switched. So, wir sind wieder in der Waschstraße. Also. Fünfundzwanzig Mal. Okay. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich jetzt hier eine 1 eingebe. Okay, gut. Ich muss noch einmal die Webcam umstellen. Das gefällt mir gerade gar nicht. So, richtig schön mal in die Ecke. So. Ja, die Ränder waren einfach. Ja, ich habe keine Fahrzeuge, das weiß ich auch. Okay, ich kann nicht mal mehr ein Fahrzeug mieten, weil ich quasi pleite bin. Das heißt, wir müssen wirklich erst warten. So, wir haben jetzt minus 5.507 Euro. Halbstündlich bekommen wir 500. Das heißt, wären 2,5 Stunden, dann wäre ich schuldenfrei. Kann ich denn Geld abheben? Okay. Gut. Also Geld abheben wird nichts. Gut.
Wie weit ist es? Ja. Müssen wir jetzt machen, wir können uns nicht mal mehr ein Auto mieten. Das Ding ist, wir können uns dann nicht mal mehr was zu essen kaufen. Gut. Also 2,5 Stunden müssten wir jetzt spielen, um wieder Geld zu haben. Da kann ja noch richtig interessant werden. Ja, es gibt jetzt auch die Möglichkeit. Ich habe nur eine Flasche Wasser. Gut. Schauen wir erstmal, dass wir zum UKK kommen. Zu Uniklinikum Grunberg. Grunwald. So, wie weit muss ich denn laufen? Ich kann quasi bis zum Ende der Straße laufen. Eieiei. Nicht wundern, wenn ich immer nach links gucke. Da ist mein Fernseher, der läuft gerade Ukraine. Das Spiel Europameisterschaft, Ukraine, Slowakei. Aber Augenmerk ist natürlich im RP, wenn dir was passiert. Jetzt ist natürlich das Ding. Wie weit komme ich noch ohne Lebensmittel? Ja, Busse fahren ja genug, aber ich weiß nicht, welcher Bus zum Klinikum fährt. Wie weit laufe ich denn? Ach, komm. Das geht noch. Jetzt ist natürlich das Ding, umso mehr ich laufe, umso mehr Hunger bekomme ich. Deswegen hoffe ich mal, dass meine Bewerbung bei der Feuerwehr schnell angenommen wird. Dass ich sowas nicht mehr machen muss. Und dann wird es für mich auf jeden Fall richtig und wichtig sein, mich an Verkehrsregeln zu halten. Ja, hier sind ja überall Bankautomaten, aber gut. Wäre natürlich schön, wenn mich irgendjemand mitnehmen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, laufe ich hier rechts? Ich laufe St. Andreas Avenue. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder den DRL-Job machen. Das Ding ist, wenn der Tank leer ist, kann ich das Fahrzeug nicht mehr voll tanken. Weil ich ja kein Geld habe. Das heißt im Prinzip, den Job, den kann ich so ein bisschen vergessen.
so gut es mir auch in meiner zweiten RP Geschichte geht. Ich hätte auch hier rechts gekonnt, okay, alles klar. Okay, hier rechts, das sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. So, und da vorne gleich rechts, okay. Ja, ein Wasser habe ich ja noch. Aber zu essen wäre halt wichtig. Hier sind ja auch Bankautomaten, aber gut. Jetzt rennen wir erstmal zur Klinik. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier eine Kirche, wo man hier ein bisschen nach Geld fragen kann? Ich weiß es halt nicht. Da hinten haben wir ein fliegendes Auto gehabt, okay. So, hier rechts ist gleich die Klinik.
Okay, gut. Hallo. Hi. Ah, ich habe sie gesucht. Ja, ich habe sie jetzt gesucht, Ja, ich war ja. jetzt, ich Ja, war in pardon, der mein Not, Freund. ich war in der Notaufnahme. Ja, ich habe nur das Klingeln mitbekommen Und einer ist gerade dahin runtergerannt. ja, ich habe ihn, weil er sich umziehen gegangen ist. Okay. Gut. Ich habe drei Sachen. Erstens, ich Wir komme haben drei einmal. Sachen. Erstens, einmal, ich bräuchte meine Pflasterwechselung. Nach Verunfallung gestern, ich sollte heute wiederkommen. Sie sind neun. Warum Was? wissen Sie denn, wer denn Ihr behandelnder Arzt gewesen ist gestern? Boah, ich hatte, glaube ich, drei, vier Ärzte. Drei, vier Ärzte. Okay. Dann kommen Sie mal mit zum Empfang. Ich gucke einmal kurz im PC nach, Da war was ich denn schon. da. Ne, hier funktioniert. Ja, haben Sie hier vorne keine Klingel? Doch, wir haben hier vorne eine Klingel. Wo denn? Hier, wenn Sie mit dem dritten Auge hier hingucken, dann haben wir eine Klingel. Jetzt Ah, brauchen Sie okay. nichts zu sagen. Ja, gut. So, ja. Ja, ich gehe, nein, aber ich gucke jetzt mal kurz am PC selbst, in Ah, Ihre okay, Akte gut. rein. So, so, Herr von Sauerstein. Genau. So. Genau. Ich hätte es auch selber wechseln können, aber der Kollege wollte mir was Das war eine. mitgeben zum Wechseln, aber ja, habe halt nichts bekommen. Okay, sie hat einen Schmerz im linken Arm sowie im linken Bein. Und die haben den Kopf genäht, das sollte einmal kontrolliert werden. Okay. Gut, dann nehmen Sie mal kurz noch einen Moment Platz. Dann schicke ich Ihnen gleich eine Pflege ein. Da kommen wir nämlich zum zweiten Problem. Ja. Ich bin vor ein paar Tagen eingereist, Ja. bin, glaube ich, ein paar Mal zu schnell gefahren, habe jetzt so wenig Geld auf dem Konto, dass ich mir nicht mal ein Fahrzeug anmieten kann und nicht mal Geld fürs Essen habe. Das Okay, heißt, wenn wir jetzt noch 5 Minuten warten, lieg ich ach so, ja, einen auf dem Moment, Boden. dann gebe ich Ihnen noch Ein schnell Wasser habe ich mal. noch eins. Damit komme ich erstmal klar, aber dass ich wenigstens nicht umkipp hier. Ja, daran soll es ja nicht Was scheitern, machen Sie denn Moment. hier? Was machen Sie hier? Arbeiten! Ja, gut, das ist doch schön. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Moment. in der Stadt sind. Sie kennen mich doch noch gar nicht, aber ist okay. Doch, Wir erkennen kennen uns Sie aus noch. Hannover. Was ist Erkennen Hannover, Sie kenne noch. ich Sie haben nicht. das kennengelernt, hä? Ja. Aha, okay. Dass Sie noch hier kennengelernt. So, warte. Und, wenn ein bisschen was hiervon und. So. Und ein bisschen was davon. Lal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 a. Ja. Oh, der Pumuckl ist da. Okay. Ja, das ist der Herr Forster. Ah, Eine der Forster. Pumuckl genannt? Lukas Forster. So. Achso, okay. Gut, dann habe ich jetzt erstmal genug. Erstmal schauen, Wasser habe ich. Okay, gut. Dann ist das schon mal erledigt. Okay, gut. Was war denn das dritte Problem, bevor wir jetzt mit der. Na. Das dritte Problem, Sie wissen ja, ich bin pleite und bräuchte für so einen Überbrückungsjob, dass ich erstmal in der Stadt ankomme. Okay. Die Berufsfeuerwehr sucht auf jeden Fall Ja, noch da nach habe ich mich vor 2 Tagen beworben, da kommt ja nichts. Also da kommt nichts. Achso, okay. Ja, da habe ich eine. Die haben sich beschwert, dass ich eine Dreizeile geschrieben habe. Okay. Dann habe ich denen einen schönen Aufsatz geschrieben, Aha. aber da kommt nichts. Ich warte halt. Okay. Ich bin halt jetzt, ich weiß nicht, 6.000, 7.000 minus. Ich bin mittellos. Wie viel? Ja, fragen Sie lieber nicht. Einige. Ich bin quasi mittellos. Das heißt, ich kriege zwar jetzt Bürgergeld, aber wenn Sie jetzt rechnen, 500 halbstündlich, das sind so 3, 4 Stunden. Und Sie können mich natürlich jetzt hier auch, ich breche mir jetzt gleich ein Bein, Sie schicken mich aufs Zimmer, ich bleibe da 3 Stunden liegen und alles ist gut. Also ich Ja. glaube, wenn Sie sich das Bein brechen, dauert das ein bisschen länger als 3 Stunden, Herr Sauerstein. Ja, dann umso besser. Dann kann ich noch Geld verdienen hier im Krankenhaus. Ja,
Okay, gut, das ist ein Thema, was wir uns dann im Nachgang widmen müssen. Jetzt erstmal um ihr Krankheitsbild. Sie hatten Genau. eine Handverletzung und hatten eine Platzwunde, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Genau, und die sollte die halt dann nochmal genäht wurde. mehr, genau, ich habe ein Pflaster gerade auf dem Kopf und das soll halt Ein Pflaster. kontrolliert werden, ob das alles okay ist. Okay, dann würde ich den Der Dr. Briesken Pfleger? und den Herrn Forster doch einmal bitten, sich dem Patienten zu widmen. Wunderbar, ja, Sauerstein, dann folgen Sie mir doch mal. Jalla. Ich hoffe, Sie beschweren sich nicht, so wie der andere Kollege, dass ich zu langsam laufe. Ich bin echt einem Kollegen hier zu Alles langsam gut, gelaufen. wir. Alles gut, wir haben Zeit. Ja, der andere Kollege hatte keine Zeit. So, das ist das Treppenhaus. Ja, da war ich schon. Okay. Sehr schön. Eigentlich müsste ich das Krankenhaus kennen. So. Nehmen Sie doch mal Platz auf einer beliebigen Liege, die, die Ihnen am bequemsten aussieht. Ist mir eigentlich relativ egal. Na dann setzen Sie sich darauf oder so. Gut. Mikrofon muted. Herr von Dauerstein. Mikrofon Ich bin aktiv. Herr von Zauberer. Sauerstein, da sind Sie ja. Ja, ich bin Zauberer, wie Sie wissen. Ah. Ja, ich bin Zauberer. Gut. Ich glaube, das Bett war nicht das Richtige. Ich glaube auch nicht, nee. Gut, dann probieren. Ne, das ist dann raus. Wenn nicht, setzen Sie sich drauf. Das ist ja nicht so schlimm, wir Ja, kommen ja da ist Blut trotzdem. drauf, da lege ich mich auch nicht drauf. Ah, ich glaube, das ist besser. Dann probieren Sie es mal. Ich probiere es mal. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Gut. Der von Sauerschein, ich glaube, wir gehen besser einmal in die Innere. Ja, Das, ich glaube auch. Ich habe mich da gerade hingesetzt, aber ich komme trotzdem irgendwo anders an. Und jeder am Gut. besten einfach mal hier mit rein. Das, hier sind die Betten auch ein bisschen bequemer. Ja, gut. Ich glaube, das Bett ist auch besser. So, dann schauen wir mal. Ja. Wunderbar, dann würdest du dich schon mal kurz um den Verband kümmern? Verletzungsbild. Eine Kopfplatzwunde. Da ist noch ein, wahrscheinlich ein, wie heißt die Scheiße? Aua, ist noch da. Kupferpflaster drauf. Achso. Einfach. Mal gucken, Und abmachen, gucken, wie es aussieht und dann mach ich. bleibe ich so lange hier und drücke. Herr Sauerstein, wie geht's Ihnen denn? Ja, außer dass ich gerade ein bisschen Geldnot habe, geht's mir eigentlich ist echt gut. Ich Und kann wie mir geht's nicht. Ihrer Kopfplatzwunde? Tut die weh? Na, eigentlich wäre ich nicht während der Kopfplatzwunde gekommen, hätte ich nicht einen Job gesucht, dann hätte ich selber die Pflaster gewechselt. So, ich mache Ihnen einmal das Pflaster ab und dann gucke ich mir die Kopfplatzwunde mal an, okay? Sehr schön. So, dann machen wir die mal ab. Also wollen wir den hier mal als Pflegeschüler oder so als Praktikant einstellen? Werden da so eine gute Laune. Ist das schön. So, dann machen wir Einfach die Wunde Sauerstein. mal sauber. Ja. Wollen Sie hier als Praktikant anfangen? Ich sag mal so, ich brauche nur irgendwie 5.000-6.000 Euro, dann hätte ich erstmal wieder Geld. Ach, das sieht doch Ach gut so, also aus. Sie brauchen nur 5.000, 6.000 und dann wären Sie weg, oder Nein, nicht? 5.000-6.000. Und Herr dann wären Dr. Sie weg. Brieske. Ja, bitte. Es ist keine aktive Blutung mehr, das ist jedoch ein kleiner Schnitt in der Stirn. Also nichts Akutes. Hat sich auch nicht entzündet. Habe jetzt einmal nochmal gesäubert. Einfach Verband rum, dann müsste es wieder gehen. Dann machen Sie gerne noch mal einen Verband rum.
Top. Den kann der Herr von Sauerstein dann auch selber entfernen, wenn er das für richtig erhält. Ich habe mal kurz Verband. So. Sei von Sauerstein, aber sonst ist alles in Ordnung bei Ihnen. Ja, ich wäre ihn fast umgekippt, weil ich nichts zu essen hatte, aber gut. Okay, gut, da war ich ja noch Retter in Not. Ich ja... Nee, ich sag mal so, ich hätte mir so, noch 3-4 Minuten gegeben. Verband um Kopf und dann geht er doch wieder. Okay. Ja, ich hätte wahrscheinlich so 3-4 Minuten gehabt, dann hätten sie dann hätte ich mir nicht mehr selber helfen können. Okay, ja, alles gut. Ja, ich habe mich nämlich jetzt vom Park her, bin ich jetzt nach hierhin gelaufen, ganz langsam, weil ich kann mir nicht mal ein Auto leisten. Ich muss gucken, wie ich jetzt über die Runden komme. Ich habe auf jeden Fall gelernt, unterschätze nicht die Kosten eines Blitzers. Ja. Würden Sie bitte einmal stillhalten? Vielen Dank. Ja, nur weil Sie es sind. Ich will Ihnen nicht wehtun, deswegen. Achso. Top. Herr Wanders. Ja. Der Herr Forster ist einer unserer erfahrensten Pfleger. Müssten wir mal schauen, vielleicht machen sie ein Pflegepraktikum bei ihm. Ich sag mal so, vielleicht fange ich auch sogar hier an, weil ich glaube, da muss ich tatsächlich meinen Terminkalender checken, weil ich habe noch sehr viele andere dienstliche Verpflichtungen. Also, ich kann es natürlich nicht verstehen. Aber ich denke mal, der Dr. Josef Birnbaum, der kann sich bestimmt dem Herr Sauerstein widmen. Der freut sich darüber bestimmt, einen neuen Praktikanten zu haben. Ich sag mal so, ich warte ja eigentlich auf die Antwort von der BF. Jetzt gab es mir die Mühe gegeben, die suchen ja auch Leute, aber irgendwie suchen sie ja keine Leute, weil sonst würden sie ja antworten. Ja, ich denke mal, dass sie heute noch antworten werden, oder? Nee, ich fliege heute Abend mit meinem Privatjet in einen anderen Stadt, deswegen bin ich wahrscheinlich heute Abend nicht da. Mit dem Privatjet? Ich dachte, sie haben kein Geld. Ich wollte gerade sagen. Na... Ich habe einen Kollegen, der leiht mir den immer aus. Der ich habe doch einen Ryanair. Wohin geht's denn für Sie? Na, kennen Sie Hannover? Da gibt es schöne Café, da wird heute Abend ein bisschen Fußball geguckt. Wie, was für ein Spiel schauen Sie denn in Hannover? Na, ist geschwert zu sagen. Okay. Irgendwie spielen die da Fußball und so. Darf ich einmal, bitte? Dankeschön. Aber nur, weil Sie sind. Ja, deswegen, Da ist ein lustiger Zufall. Ja, da trifft man sich heute Abend irgendwo. Ist noch nicht klar wo, aber deswegen. Herr Dr. Brieske. Ja, bitte. Okay. Auf ein Wort. Faszinierend, ja, also tatsächlich sehr gut in Hannover. Wir haben ein knappes halbes Jahr in Hannover gelebt und ein Krankenhaus gehabt. Oh, sehr schön. Ja, tatsächlich. So sind wir dann kollektiv als Krankenhaus hierher gezogen. Sehr schön. Und und jetzt haben wir noch ein paar Leute, die hier gerade so ein bisschen am Pendeln sind noch, auch die jetzt hier nicht im Krankenhaus arbeiten, weil die jetzt so ein bisschen pendeln zwischen Hannover und Grunwald. Geil, ja. Ich habe nur noch 4.500 Schulden. Wunderbar. Es wird. Das wird doch. Ja, also Sie können ja auch... Können Sie mich denn vorstellig geben an den Herrn Birnbaum? Oh, Moment, ich muss einmal kurz die Leitstelle bedienen, oder? Okay, hat schon wieder aufgehört. Gut, dann nicht. Okay, gut. Der Herr Birnbaum, der
wenn er dann im Dienst wäre, aber Herr Böhmermann ist eigentlich zuständig für die Koordination des hauseigenen Rettungsdienstes und das ist eigentlich der Notarztdienst. Was ich machen kann, ist, dass ich meine Kontakte in der Berufsfeuerwehr halt eben nochmal anhaue. Weil mit denen ja, sind wir im regen Austausch stetig. Da gehe ich dann auch von aus. Ich weiß, dass die direkte Führung aktuell noch im Urlaub ist, bis Ende der Woche. Weswegen sich das da ein bisschen verzögern kann. Aber weitere werden sicherlich jetzt dann jetzt auch die da. Jetzt die Frage: Oder die Berufsfeuerwehr ist doch da. Der macht das doch bestimmt ihm gerne. Aber die Berufsfeuerwehr ist gerade telefonisch erreichbar. Ja, rufen Sie mal an. Also. Rufen Sie mal an. Ist okay, ist kein Notrufmissbrauch jetzt in dem Fall, weil ich nichts sage. Notruffeuerwehr, Rettungsdienst, OKK, wo ist der Unfallort? Achso, okay, so eine Stadt, okay, ja. Okay, gut. Ja, richtig, hören Sie mich noch? Ja, okay. Ja, ich also bin das da, ist, ja, alles gut, das Papier war gerade. Naja, bei mir war auch gerade, okay. Ich habe sie auch gerade, okay. Gut. Okay, okay, hat sich ja geregelt. Also nein, das liegt daran, dass ich die Leitstelle gerade notgedrungen besetzt habe. Ah, okay. Damit wir disponieren können im Zweifel. Ja. Ja, gut. Zum Beispiel gestern, ich habe auch schon als Paketdienst gearbeitet, aber da kommt nicht viel bei rum. Ja. Das ist ein kleiner Anfang. Nee, also was ich Ihnen empfehlen kann, ist die Arbeit in der Mine. Entweder. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, aber. Oder halt der LKW-Job vom Hafen aus. Okay, also nicht Postbote, sondern eher der LKW-Fahrer? Ja, ich genau. Postbote bringt nichts. Ich. Bin ich Liam? Nein. Also, wenn Sie Liam brauchen, Herr Förster? Ich habe gerade mit dem Herrn Böhmermann gesprochen, der würde gerne den Herrn Sauerstein als Praktikanten noch nehmen. Ja, der Herr Böhmermann, der soll erstmal hier vorstellig werden. Der ist auf dem Weg hier. Ja, das habe ich so zur Kenntnis genommen. Können wir sicherlich drüber reden. Den guten Herrn. So. Und Sauerstein dann hier mal einweisen in die Pflege. Also Sie sagen ja, Sie würden hier anfangen wollen. Ich sag mal so, ich muss erstmal was haben, was Geld bringt. Sorry, wenn ich da arrogant klinge, aber es ist halt so. Also das Problem ist, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie halt hier jetzt erstmal zu Beginn nicht viel Geld verdienen werden. Ich sag mal so, wenn 200, 300 Euro halbstündig ist, ist es gut. Also hier ist alles alle dreiviertel Stunde. Es ist schon mehr als der Bürgergeldsatz. Vom Bürgergeld aus kriegt sie ja 502. Ja. unsere... Ich sag mal so, ich würde auch... Oben war ja ein Tisch blutig, den würde ich sogar putzen freiwillig. So schlecht geht es mir aktuell vom Geld her. Okay. Ja, dann warten wir, dass der Dr. Birnbaum, der wird jetzt gleich die nächsten 2-3 Minuten hier eintreffen. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger. Der Schäfer im Stau auf der Schachterbahn. Ach, okay. Also mein Vorschlag wäre, Herr Sauerstein, dass wenn Sie gleich nichts mehr hätten, dass Sie sich einmal in die Warteraum begeben und dann wird Herr Birnbaum irgendwann auf Sie zukommen. Ja, der Birnbaum ist eigentlich relativ zügig da. er hat mir gerade eine SMS geschrieben. Ja, bitte gleich da. Ah, sehen Sie. Wir definieren Sie gleich, aber ist okay. Nein, gleich ist jetzt, dass er ja relativ zügig da ist. Kriegen wir schon hin. Dann würde ich jetzt gerne den Raum hier verlassen, weil hier die Klimaanlage ist ganz schön kalt. Das kann gar nicht. Klimaanlage ist kalt. Das kann gar nicht sein, weil ich die Lüftung ausgemacht habe aufgrund Warum der. Warum ist mir dann kalt? Von der Behandlung noch? Wollen wir nochmal. Herr Forster? Ja. Ich muss jetzt einmal wichtigen Ärztekram machen. Tut mir leid. Ja, das bitte nochmal. Würden Sie einmal Fieber messen beim Herrn von Sauerstein? Vielleicht hat er ja ein bisschen Schüttelfrost, weil ihm kalt ist. Setzen Sie sich durch den Arsch oder durch den Mund? unter den Achseln. Warte mal, ich drehe mich mal um, ich ziehe mal die Hose. Nein, alles gut. Nein, Sie können die Hose wieder abhalten. Okay, ich habe gedacht, ich helfe Ihnen mal. So, Herr Sauerstein, bitte einmal Ihr T-Shirt ausziehen.
Also doch ausziehen. Das T-Shirt, nicht aber die Hose. Die Hose. Ich zieh mal das Hemd aus. Okay. Jetzt sehen Sie doch das Thermometer, was ich habe, ne? Ja. Da packe ich ihn jetzt einmal unter die Achse und da warten wir, ob es piept. So, bitteschön. Okay. Jetzt aber stillhalten, bitte. Warum habe ich mich bloß vorher geduscht, ey? Wahrscheinlich ist das die Wärme. Atmen Sie ganz normal ein und aus. Piep, 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 piep. Mäp. Was war das denn von Ihnen? So, gucken wir drauf. Was sagt es denn? Und was sagt es? Ja, achso. Dann gucken wir uns das mal kurz an. Es spricht nicht mit mir, deswegen. 37 Grad, ich guck's grad. Nee, ist okay. Dann kann sie sich wieder obenrum anziehen. Ihnen geht's gut. Sehr schön. Dann war es noch nie ein Gespinst. So, dann können wir schon mal. Schon mal rein. Also hier raus. Genau, und dann können sie hier einmal. Dann können sie hier vorne einmal kurz Platz nehmen. Mhm. Und dann kommt gleich der Herr Momzi. Microphone muted. So, den Herrn Birnbaum kennen wir natürlich aus Hannover. Deswegen mache ich jetzt eine neue Folge auf. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.